Wusstest du, dass Jesus Christus genau für dich kam auf diese Welt? Wir hören oft an Weihnachten, ja, Gott wurde Mensch und Gottes Sohn kam, um uns zu befreien. Aber dieses uns, das klingt immer so pauschal. Aber wusstest du, dass Jesus Christus auch gekommen wäre, wenn auf der Erde nur ein einziger Mensch gelebt hätte und das wärst du gewesen? Auch dann hätte er sich auf den Weg gemacht. Auch dann hätte er den Himmel verlassen und wäre gekommen und hätte dich, wenn du ganz allein irgendwo auf der Welt unterwegs gewesen wärst, hätte dich gesucht und hätte dich finden wollen. Und ich glaube, das macht Weihnachten so persönlich, dass wir wissen, selbst wenn du oder ich der einzige Mensch auf der Erde wärst oder gewesen wärst, wäre Gott trotzdem Mensch geworden. Und das ist so gewaltig, das kann man gar nicht begreifen, wenn Gott Mensch wird. Und ich möchte gern jetzt insgesamt 4 Bibelstellen lesen, die uns so ein bisschen so einen kleinen Werdegang zeigen, wie das ausgesehen hat. Und da heißt es zunächst im Alten Testament. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann tauchen wir manchmal in eine dunkle Zeit hinein. Das ist im Neuen Testament auch noch so, aber im Alten Testament, da wird das irgendwie ganz plastisch, ganz ja, deutlich vor die Augen gestellt, die Not des Menschen und dass wohl die meisten der damaligen Bewohner dieser Erde in ihren Herzen den Schrei hatten, kommt uns jemand helfen, kommt uns jemand befreien aus unserer Verzagtheit. Und so war es eben im Alten Testament, zum Beispiel im Propheten Jesaja. Und da heißt es nämlich in Kapitel 8, dass das damalige Volk, die Menschen, dass die wirklich in Not gewesen sind, verzweifelt waren, in Ängsten waren. Und da heißt es in Kapitel 8, Vers 23, nicht bleibt das Dunkel über denen, die von der Finsternis bedrängt sind. Da haben wir zunächst erst einmal die Aussage, es ist Finsternis. Und wisst ihr, das ist ein Grund, warum wir an Weihnachten so viele Lichter beobachten. Ist uns das mal aufgefallen? Man kann einen Lockdown verhängen, man kann Beschränkungen auferlegen, aber die Leute werden trotzdem ihre Sterne in die Fenster hängen. Weil die Sehnsucht da ist nach Licht, die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht nach Wärme, die Sehnsucht nach Freude. Und so ein Kerzenlicht, so ein kleines Kerzenlicht, was du dir vielleicht heute Morgen auf den Frühstückstisch neben deine Tasse Kaffee gestellt hast, drückt das aus. Und wenn du diese Kerze anzündest, dann zeigst du damit, dass du in deinem Herzen Sehnsucht nach Wärme hast, Sehnsucht nach Licht. Und wenn wir das vermehrt in der Dezemberzeit jetzt sehen um uns herum, wir brauchen nur, wenn wir dann nach Hause fahren, einmal links und rechts schauen, überall leuchtet es, dann ist das ein Zeichen, ein Beweis davon, dass das in unseren Herzen ist. Und genauso war es damals im Alten Testament, hier beim Volk Israel eben. Und da wurde es gesagt, dass es Finsternis ist. Und mit Finsternis, da ist ja nicht der Tag gemeint, der war ja so hell wie heute, sondern da ging es ja um eine andere Finsternis. Da ging es um eine Betrübnis im Herz, in der Seele. Das ist der springende Punkt. Und hier sagt Gott schon einen Vers weiter, das Volk, das im Dunkel lebt, das sieht etwas ganz Bestimmtes. Hier steht da, das sieht ein großes Licht. Das sieht ein großes Licht. Ich habe mich erinnert an eine Geschichte, die habe ich mal vor einigen Jahren gelesen. Die ging etwa so, ich gebe sie frei wieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging einmal ein Opa mit seinem Enkel durch die Straßen. Es war Adventszeit, es war Weihnachtszeit. Und die Leute haben in ihre Fenster Sterne gehängt. Aber dieses Mal hatten diese Sterne eine doppelte Bedeutung. Nämlich jedes Haus, was einen Sohn im Krieg verloren hatte, hängte in vollem Bewusstsein dessen einen Stern ins Fenster, um an den verlorenen Sohn zu denken, den sie verloren haben im Krieg.
Und dann geht das Enkel mit dem Opa die Straße entlang und auf einmal sagt der Opa zu dem Enkel, schau mal nach oben, guck mal dort, die Sterne, das ist der Abendstern, der leuchtet am hellsten. Und der Enkel zu seinem Opa, hat Gott etwa auch einen Sohn verloren, dass er in sein Fenster diesen hellen Stern hängt? Hier müssen wir eigentlich nichts weiter dazu sagen. Ja, Gott gab seinen Sohn. Ja, Gott hat seinen Sohn in dieser Weise verloren, indem er ihn ans Kreuz gab. Aber das Gute daran ist ja, dass Jesus Christus eben nicht im Tod geblieben ist. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden, er lebt. Er ist zurückgegangen in den Himmel, in die Herrlichkeit. Er sitzt auf dem Thron, er regiert das Weltall, was er vorher auch schon getan hat. Und sogar währenddessen er auf der Erde war, hat er das getan. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Und das ist der zweite Vers, den ich euch lesen möchte, aus dem Neuen Testament, im Johannesevangelium. Gleich am Anfang wird uns darüber etwas gesagt. Und diejenigen, die das Neue Testament geschrieben haben, die haben an das Alte angeknüpft. Das heißt, die haben das Alte vervollständigt. Und das ist das, was wir als Neues Testament heute vor uns liegen haben. Und da heißt es nämlich in Johannes Evangelium Kapitel 1, dass durch Jesus Christus alles geschaffen worden ist. Johannes 1, Vers 3. Und dann heißt es weiter, in ihm, in Jesus Christus, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, dass der Stern, der aufgeleuchtet ist, das Licht, was gekommen ist, ist eine Person, ist der Sohn Gottes, ist Jesus selbst, Jesus der Christus, Jesus Christus. Das ist der Stern, das ist der wirkliche Stern, der aufgeleuchtet ist. Und wir wissen das, wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann heißt es nämlich, dass die Menschen dieses Licht gar nicht wollten, dass sie die Finsternis, in der sie gelebt haben, dass sie die viel mehr liebten als das Licht. Und trotzdem ließ sich Jesus Christus nicht beirren. Er ging diesen Weg und er suchte Menschen. Er wollte sie retten. Er wollte ihre Sünden vergeben. Und dann heißt es in Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In welcher Finsternis befinden sich die Menschen heute? Wir haben schon gehört, das ist ja nicht die Finsternis, als wenn man eine Lampe ausschaltet in einem Zimmer. Es ist ja eine andere Finsternis. Was zählen wir alles zur Finsternis? Sorgen, Ängste. Finsternis hat so viele Facetten, Einsamkeit. Erst letzte Woche hatten wir unser Café geöffnet und es kamen wenigstens zwei Leute, die sich so freuten, den ersten Eindruck, dass offen war, aber es war eigentlich gar nicht offen. Wir durften ja niemanden reinlassen in dem Sinne, dass er sich hinsetzen darf. Und du hast gemerkt an den wenigen Worten, die wir gewechselt haben schon, sie sind einsam. Die Menschen sind einsam. Sie brauchen Gemeinschaft. Sie brauchen andere Menschen. Weil wir können alleine nicht sein, alleine nicht existieren. Und gerade in dieser Weihnachtszeit, wo so viel Einsamkeit um sich greift, ist das Licht Jesu umso heller. Ja, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Und wenn du Jesus nachfolgst, darf es in deinem Herzen hell werden. Trotz einer Gesellschaft, die momentan schwierig ist, trotz Umständen, die richtig schwierig sind, darf es hell werden in deinem Inneren. Und das ist das, was Jesus Christus eben sagt. Willst du es wagen? Willst du es wagen? Willst du heraustreten aus der Finsternis? Willst du heraustreten aus deiner Herzensfinsternis, was dich beklemmt, was dir Not macht, was dich ängstigt, was dich versklavt, deine Sünde in dir? Willst du heraustreten aus der Finsternis in das Licht von Jesus Christus? Du kannst nichts Besseres tun. Es gibt nichts Schöneres. Und alle, die das getan haben, vom Kind bis zum Älteren, die wir hier sitzen in diesem Raum, alle werden das bestätigen können. Es gibt nichts Schöneres, nichts,
was substanzieller ist, als das zu tun, rauszutreten aus meiner Finsternis in meinem Inneren und in das Licht Jesu zu gehen und Vergebung der Sünden zu erhalten. Das ist das Allergrößte. Das ist das, woran wir an Weihnachten denken müssen.